So muss es aussehen, wenn man einen Webdienst umsetzt. SSL Lab Score überall 100%. Ich bin der Stefan, er kennt mich vielleicht von dem Vortrag von vor 2 Stunden. Und da habe ich gesagt, es gibt den Crypto-Main-Manager und ich automatisiere alles, was jetzt Schlüssel sind, Zertifikate und so weiter, was halt zu Webdiensten, E-Mail-Diensten und so weiter dazugehört. Und da habe ich ein Projekt umgesetzt in Python, das ist der Crypto-Main-Manager. Und da habe ich euch ein paar Slides mitgebracht, mal sehen, ob ich die finde. Ja, hier sind sie. Okay, fangen wir mal mit der ersten an und nicht zwischendrin. So, wir kennen ja, wir haben ja vielleicht mal gehört, TLSA, DKIM, DMARC und so weiter und so fort. Und das TLS-Zertifikat kennt jeder jetzt, Let's Encrypt. So, wer hat schon mal von TLSA gehört? Umfrage, da gehen viele Hände hoch. DKIM, auch viele Hände. ARC, ganz wenige Hände, aber es ist schon da. Was, wofür steht ARC? Authenticated Receive Chain. Ja, geht los. Es kommen noch ein paar Leute rein hier. Inhaltsverzeichnis, eine Menge Zeug. Ja, mich hat das halt immer gestört, wenn irgendein Zertifikat ausläuft oder irgendwas abläuft, was ein Ablaufdatum hat und dann geht irgendwas nicht mehr. Und das wollte ich halt wegautomatisieren. So. Da habe ich viel umgesetzt. Wie macht man das mit einem Zertifikat? Wie erneuert man das automatisch? Den TLSA-Schlüssel. Im Moment TLSA ist ein Resource-Record, das ist kein Schlüssel, sondern ein Hash-Wert. Dann CAA-Record, was braucht man für DNS-Sec? Das geht automatisch über den Domain-Provider. Das DANE-Verfahren, wie geht das? Ich habe meinen Vortrag noch ein bisschen überarbeitet, den hatte ich schon mal auf den Linux-Tagen gehalten. Auch schon vorher mal auf der GPN. Ich habe es noch hinzugefügt, ja, was ist denn eigentlich noch ein MX-Rekord, ein SPF-Rekord, wie hängt das zusammen? Gab es halt Nachfragen, dass das vielleicht ein bisschen vollständiger wird. Wie geht es mit DKIM? Was gibt es noch so an Rekords? Was macht denn der Crypto-Main-Manager eigentlich da drin? Wie werden dann die Daten übertragen? Wo kommt was her? Wo geht was hin? Wie funktioniert der Prozess der Erneuerung? Wie wird das ganze Ding eigentlich benutzt? Und ein paar Implementierungssachen. Mal gucken, ob wir die Implementierung noch mit reinnehmen oder ob wir dann mal zeigen, wie sieht das dann im Ergebnis aus. Ist ein bisschen viel geworden, aber ich denke, wir kommen da ganz gut durch. Ja, was ist immer so der Ausgangspunkt? Ja, wir wollen eigentlich mal eine Web-App machen oder eine Webseite oder einfach so Groupware, wie wir schon im Vortrag hatten vorher. Und da gehört vieles dazu. Man hat einen Domainnamen, eine Webseite oder eine Web-Oberfläche der App. Man hat E-Mail. Eine Mailingliste und alles muss sicher sein, wie bei IoT. Das S steht für Sicherheit. Und ja, dann geht das los und es geht erstmal nichts, weil da gibt es ganz viel Dokumentation oder auch nicht. Aber es gibt halt viele Begriffe, viele SABK, sogenannte Sicherheitsabkürzungen. Ja, DNS, SOA, DNSSEC. Ja, für die Webseite, da kennt man ja HTTPS, das Zertifikat, das dazu gehört, auch HSTS gibt es ja auch noch. Was ist denn eigentlich ein SRV-Rekord und ein TLSA-Rekord? Ja, bei E-Mail, da gibt es viel Spam. Ja, und was hat denn da der DKIM-Rekord damit zu tun? Und das SPF, das hat man ja auch irgendwann mal gehört, ADSP, vielleicht mal zufällig über den Weg gelaufen, aber irgendwie nicht so richtig. DMARC ist jetzt auch was ganz Neues. SRV-Rekord vielleicht mal gehört, aber noch nicht benutzt. Mailinglisten, was ist denn mit SAS oder das neue ARC? Das ist ja auch was völlig Unbekanntes erstmal, aber es ist gar nicht so schlimm. Ich erkläre das gleich mal. Ja, man will ja das Ganze so haben. Ich habe jetzt meine schöne Webseite, Weboberfläche. Und da ist da ein grünes Schloss da oben. Da steht Secure Connection und alles fein mit dem Zertifikat. Und dann kommt eigentlich das. Das Ast ist so der Traum und dann probiert man selber was damit und dann geht das. Dann geht es das nicht sicher und irgendwie ist da was falsch mit dem Zertifikat und keine Ahnung, was da passiert ist. Aber das kann man ja auch irgendwie verhindern, dem erstmal verstehen, was ist denn jetzt eigentlich dieses Zertifikat, SSL-Zertifikat oder TLS-Zertifikat. Jetzt in den Begriffen SSL
Secure Socket Layer war, glaube ich, der Begriff dafür. Heute heißt Transport Layer Security. Ich glaube, SSL 3.0 ist das gleiche wie TLS 1.0 oder so ähnlich. Ja, mittlerweile heißt es einfach alles TLS. Ab und zu kommen halt noch solche Begriffe wie SSL-Zertifikat durch, aus historischen Gründen. Ja, man möchte eigentlich damit Authentication, also Schutz vor Phishing, das eben nicht der eigene andere Webseite ist, als die man eigentlich aufrufen wollte. Ja, es wird alles verschlüsselt übertragen und da sollte auch Integrität sichergestellt sein, da wird nichts zwischendurch verändert. Und wenn das alles verschlüsselt ist, kann auch keiner reingucken, was man da an persönlichen Daten so einträgt auf der Webseite, außer der Webseitenbetreiber selber natürlich. So. Es gehört halt ein bisschen was dazu, um das wirklich sicher zu bekommen. Zum Beispiel, dass dieses Zertifikat von der CA ausgestellt wird, die eben das auch nur für die eine Domain oder für den einen Anbieter ausstellt. Das ist halt auch nicht immer so hundertprozentig sicher. Also es gibt ja auch CAs, die das dann beliebig ausstellen. Es kann Softwarefehler passieren, was auch immer. Also es kann halt passieren, dass eine CA für eine Domain für jemanden ein Zertifikat ausstellt zu einer Domain, die demjenigen nicht gehört. Dann kann der eine Webseite machen, die offiziell als sicher da angezeigt wird und die gehört ihm aber gar nicht. Die gehört dem schon, aber die Domain dazu gehört ihm nicht, die dann dazu aufrufen wollte. So, und da kann man jetzt natürlich sich was einfallen lassen. Ja, das gibt ja diesen Domain Name Service. Und da steht ja die Domain drin und die IP-Adresse dazu, wo dann der Server dann draufläuft und das Zeug ausliefert. Ja, da könnte man ja das Zertifikat nehmen, das da irgendwie einen Hashwert draus bilden, also eine kryptografische Prüfsumme, und die dann einfach mal damit eintragen in diesem DNS. Und wenn der eben berechtigt ist, in dem DNS zu dieser Domain sowieso die Records anzulegen, wie die IP-Adresse des Servers, dann ist der auch berechtigt, diesen Dienst anzubieten, und das Zertifikat wird schon richtig sein. Da ist es auch egal, ob da jetzt eine CA was Falsches ausstellt, weil wenn derjenige keinen Zugriff zum DNS hat, kann der auch da das nicht einen Hashwert ablegen. Das koppelt das mit der Domain, und das Ziel soll am Ende sogar sein, dass man gar keine CA mehr braucht, sondern dass man sich selbst ein selbstsigniertes Zertifikat ausstellen kann und das nur noch über diesen TLSA-Record in der Domain absichert. Okay, wenn natürlich das DNS übernommen wird von jemandem anders, tja, dann ist Pech. Muss man halt weitere Sicherheitsmechanismen einführen. So, was gibt's noch? Der CAA-Record ist auch neu. Seit September 2014 bietet ein bisschen zusätzliche Sicherheit hinsichtlich Ausstellen von Zertifikaten. Wir gehen jetzt wieder davon aus, eine Certificate Authority stellt die Zertifikate aus. So kann man ja jetzt natürlich mehrere nutzen, aber eigentlich nutzt man ja eh nur eine. Und da will man eigentlich festlegen, nur die eine darf das für mich ausstellen. Das kann man auch im DNS hinterlegen als CAA-Record. Dann dürfen andere gar nichts ausstellen. Tja, wenn sie es trotzdem machen, läuft da schon was falsch, kann man das schon erkennen. Es wird halt nur von der CA gecheckt, dass es jetzt nicht irgendwie für den Endnutzer, also nicht, dass der Browser jetzt guckt, ah, das darf eigentlich nur Let's Encrypt ausstellen, das ist aber ein Zertifikat von VeriSign, das prüft er nicht. Das ist wirklich nur für die CA gedacht gewesen. Ja. Es gibt noch dieses DNS-Sec. Was haben wir für ein Problem mit diesen ganzen Domains? Man kann ja, es gibt, das Domain-Name-System ist eben so aufgebaut, dass es verkettet ist. Also es gibt dann einen DNS-Server vom Internetanbieter, den man hat, und der kontaktiert dann den richtigen DNS-Server am Ende, wo dann die Domain dann entsprechend gehostet ist. Da können auch beliebig viele Zwischenschritte dazwischen sein. Und überall könnte natürlich dann Eintrag geändert werden. Und da ist es eben gut, wenn man das einfach signieren kann. Das ist eine Art Ende-zu-Ende-Sicherheit. Man hat einen Eintrag, der wird mit einem Schlüssel signiert.
Dann kann man am Ende feststellen, ist der verändert oder nicht. So, was passiert aber, wenn da einfach ein Eintrag weggelassen wird? Dass er nicht da ist, heißt natürlich auch, dass das nicht signiert ist und dass es nicht geprüft wird. Und da gibt es sogenannte Ringsignaturen, die eben nachweisen, dass da ein Eintrag irgendwo zwischendrin übersehen wurde, absichtlich. Das stellt die Integrität fest, sicher. Und stellt dann eben sicher, dass durch DNS-Cache-Poisoning, also wenn da so ein Cache, so ein Zwischenspeicher drin ist, nichts hinzugefügt oder entfernt wurde. Ups, jetzt hat sich schon wieder die automatische Bildschirmabschaltung dazwischen gemogelt. So, dann gibt es etwas, Domain-Based Authentication of Named Entities, richtig? DANE, so heißt es. Jetzt gucken wir erstmal an, was das alles für Schritte sind, die dazwischen durchlaufen. So, wir brauchen jetzt für unseren Service, für unseren Server, ein Zertifikat. So, da fragt man jetzt mal die Certificate Authority, zum Beispiel Let's Encrypt, gibt mir mal ein Zertifikat für diese Domain. Die macht das natürlich nicht einfach so. Die guckt erstmal, ist denn eigentlich der CAA-Rekord da drin, in DNS abgelegt, darf ich denn überhaupt dafür was ausstellen? Dann läuft das natürlich über diese, es gibt diese DNS 01 Authentication, da muss man im DNS einen entsprechenden Wert ablegen, die CA gibt. Dann bekommt man am Ende doch mal das Zertifikat, wenn das funktioniert. Dann geht es weiter. Ich habe jetzt das Zertifikat und signiere das, dann habe ich dieses, nein, ich signiere es nicht, mache einen Hashwert draus. Dann habe ich diesen TLSA-Record. Den trage ich dann auch ins DNS ein. Der ist auch per DNS-Sec mit signiert. Das wird vom DNS-Anbieter selbst vorgenommen, dieses DNS-Sec. Diese DNS-Sec-Signierung muss man also auch darauf vertrauen, dass das klappt und dass die nicht einfach selber was eintragen. So, der Client, was macht der? Der prüft natürlich auch das Zertifikat, dass es okay ist, und der prüft auch idealerweise DNS-Sec und den TLSA-Rekord, ob der TLSA-Rekord zum Zertifikat passt. Und dann sagt das alles okay. Leider Firefox und Chrome, die machen das, glaube ich, nicht. Es gibt aber Extensions, um DNSSEC und TLSA zu prüfen. Gehen wir weiter. Kommen wir zur E-Mail. E-Mail ist halt noch ein bisschen aufwendiger von den ganzen Geschichten, weil da gibt es noch Mailboxen dazwischen und das wird weitergesendet und so weiter. So, wie sieht denn das eigentlich aus? So eine E-Mail ist ja eigentlich wie ein Brief, da gibt es ein From und ein To. Wie kommt denn der jetzt eigentlich in die Mailbox? Da gibt es einen absendenden Mail-Server und der guckt erstmal nach, das geht an info@somewhere.example. Somewhere.example ruft er ab. Da gibt es einen MX-Record drin und da steht drin, der Mail-Server mail.services, der ist dafür zuständig, mal den Eintrag im DNS davon angucken. Da ist ein A-Record drin, also eine IP-Adresse. Das sind die hier. Ja, und dahinter ist dieses Postfach und da muss das hin. So. Das ist eine kleine Abstraktion. Da kann ich eben jede beliebige Domain nehmen und kann halt das auf dasselbe Postfach setzen oder auf mehrere Postfächer zur Load Balancing. So, okay, und jetzt will man ja eigentlich wissen, wenn das umgekehrt ist. Also, ich bekomme eine E-Mail von jemandem und da steht ein From. Ist es das auch wirklich von dem? Na, die erste Idee ist eigentlich, man kann ja das Ganze umdrehen einfach. Also, ich gucke mal, da steht ein From, somewhere.example, was ich bekommen mag. Ich gucke mal auf die Domain, da müsste ein MX-Rekord stehen und da müsste der drinstehen, ja. Das verweist dann wieder auf diesen Mail-Server und da die IP-Adresse und das ist die IP-Adresse, von der das ankommt und so. Das ist eigentlich schon mal eine gute Idee, das zu prüfen, aber vielleicht klappt das auch gar nicht. Da hat man dieses Sender-Policy-Framework eingefügt. Das ist ein zusätzlicher Rekord, das ist eigentlich ein TXT-Rekord.
Und da kann man eben noch hinzufügen, zum Beispiel plus MX, also der Mail-Server hinter diesem MX-Record, der darf tatsächlich E-Mails versenden für die Domain und alle anderen nicht. Das ist halt eine zusätzliche Konfiguration, wo man auch dieses Verfahren dann abprüfen kann. Reicht uns natürlich nicht. Wir sind ja alle Krypto-Nerds und wir wollen ja Signierungen und so weiter. Da wäre es eigentlich gut, wenn der Mail-Server, der was versendet, die Mail nochmal signiert, so ähnlich wie so ein Poststempel. Dann kann man die Signatur gegenprüfen, ob das auch wirklich von diesem versendenden Mail-Server gekommen ist. Und da gibt es dann einen entsprechenden Eintrag dazu. Den SPF-Rekord haben wir schon kennengelernt. Der hilft uns da erstmal noch nicht weiter. Es gibt noch weitere Einträge, zum Beispiel ADSP. Damit kann man sagen, ja, da gibt es eine DKIM-Signatur, die sollte ausgewertet werden. Also das ist da schon implementiert. Die anderen haben es noch nicht, aber wir haben das schon. Das hat sich aber nicht so durchgesetzt, das ADSP. Also hat man dann die MARC eingeführt. Es halt noch weitere Optionen hat, aber es stellt zumindest sicher, wenn der DMARC-Eintrag da ist, kann drinstehen, ja, die Mails, die von mir kommen, sind alle DKIM signiert. Okay, man kann noch was dazu angeben, dass noch eine Report-E-Mail-Adresse da ist, wenn dann irgendein Fehler ist, oder was richtig gelaufen ist, oder was auch immer, wird dann Report hingeschickt, entsprechender, dass man auch Fehlerberichte sehen kann. Okay, es gibt noch SRV-Records, die brauchen dann für ein paar andere Sachen, also das ist, wenn ihr euch das so vorstellt, wie ein MX-Rekord ist ja nur, dieser Mail-Server ist für das, ist für diese Domain zuständig. Und man könnte sich ja jetzt noch vorstellen, das universell zu machen. Also zum Beispiel, da gibt es bei der Domain noch den Service und der ist für SMTP und der für IMAP zuständig, feingranular und so weiter. Das ist so ein bisschen die Idee hinter dem SRV-Rekord. Also man sieht auch, da gibt es weit. Auch ein Fortschritt. Das sind aber die ganzen Rekords, die mal so wichtig sein könnten. Wie sieht das aus mit dem DKIM? Es gibt den Mail User Agent. Das ist der Thunderbird zum Beispiel, den Mail Transfer Agent, glaube ich, nicht Transport Agent, sondern Mail Transfer Agent. Postfix. Da geht es dann per SMTP raus zum nächsten Mail Transfer Agent. Und der Mail Delivery Agent erlaubt einen Zugriff per IMAP, dass der andere Mail User Agent sein eigenes E-Mail-Postfach abfragen kann. So, mit diesem DKIM kommt halt der Teil dazu, dass die ausgehende E-Mail für den Mail-Server signiert wird. Da wird halt der Private Key genommen, dazu das Signieren. Kann zum Beispiel der RSpamD machen, das ist zwar eigentlich ein Spamfilter, aber der macht auch Signierung halt als zusätzlichen Dienst. Und auf Empfängerseite kann das halt der RSpamD wieder prüfen. Das ist halt schön, die haben das halt einfach mit drin gemacht, sind zwar eigentlich verschiedene Sachen, aber gleich so eine Komplettlösung, so was Feines. Der muss natürlich wissen, gegen was sollte er jetzt eigentlich prüfen. Brauchen wir also einen öffentlichen Schlüssel. So, und den gibt es im DNS. Zum passenden DKIM-Rekord. Und das macht er aber nur, wenn da ein DMARC-Rekord drinsteht und sagt, du musst hier DKIM prüfen, das ist verfügbar. Und wenn du eine andere E-Mail bekommst, wo kein DKIM-Signatur dran ist, dann ist das auf jeden Fall Spam. Da habe ich ein kleines Programm geschrieben. Warum? Weil natürlich die kryptografische Schlüssel sollen immer mal wieder erneuert werden, weil es könnte sein, dass mal der Private Key rausgekommen oder was auch immer, es ist halt nicht immer sicher. Man war lange genug probiert, irgendwann kriegt man den schon raus. Und das ist halt immer gut, wenn die Laufzeit kurz ist. Habe ich den Crypto-Main Manager geschrieben, der kümmert sich um alles, der holt sich die Zertifikate, steuert die ganzen Server, Mail-Server und Web-Server und so weiter. Und der hinterlegt auch die ganzen DNS-Records, die wir gesehen haben, automatisch. Und das Ganze nennt sich ja immer schön Infrastructure as Code, wo am Ende eine Konfigurationsdatei, die das halt alles enthält, was wohin gehört. Und dann ist eben auch wichtig, dass das Ganze zeitversetzt abgearbeitet ist, also so interleaved,
weil ich will eben noch, dass ein alter Key eine Weile Bestand hat, auch wenn es schon einen neuen gibt. Einfach, weil, wenn ich jetzt eine E-Mail versende und die ist signiert, dann wird die ja irgendwann in der Zukunft empfangen. Da muss ja der alte Schlüssel noch eine Weile gültig sein, aber alle neuen E-Mails, die ich versende, die sollen schon mit dem neuen signiert sein. Deshalb brauche ich jetzt drei Schritte. Prepare, Rollover, Cleanup. Prepare ist ganz klar. Zertifikat generieren, erstmal DSA-Rekord veröffentlichen, auch die DKIM-Rekords veröffentlichen, nachdem ich den DKIM-Schlüssel generiert habe. So, das Zertifikat ist da, wird noch nicht verwendet. Die ganzen Sachen sind erstmal veröffentlicht, die öffentlich sein sollen. Dann kommt der Rollover-Teil. Das heißt, ab jetzt wird mit diesem Zertifikat der Service angeboten, alle E-Mails mit diesem DKIM-Key signiert. Das Ziel dahinter ist jetzt, dadurch, dass ich so ein bisschen Vorlaufzeit habe, ist auch durch alle Caches alles mal durchgewandert. Das ist auch bekannt und dann steht das sofort zur Verfügung und funktioniert auch. Ich lasse das noch eine Weile veröffentlicht, auch wenn jetzt der alte Schlüssel schon nicht mehr verwendet wird. Und irgendwann in Zukunft kommt der Cleanup und das ganze alte Zeug wird weggeschmissen. Weil 3 Jahre später ist das eh, dann muss die E-Mail auch mal angekommen sein. Oder was auch immer. Das ist ein kleines Programm, dieser Crypto-Domain-Manager, das ist ein Python-Modul. Kann man per PIP installieren. Es gibt ein paar Abhängigkeiten, die PIP nicht nachziehen kann. Die muss man dann per App halt ganz normal installieren. Da gibt es auf meiner Webseite eine Anleitung. Also da habe ich es schon geschafft, was ein schönes Tutorial zusammenzuschreiben. Wird noch ein bisschen ausgebaut, wenn ich die Zeit finde dazu. Ja, was haben wir da drin? Da haben wir die Main-Datei, womit man es aufruft. Wir haben Module drin, das ist modular aufgebaut. Das heißt, da gibt es dann noch Komponenten, mit denen das erweiterbar ist. Ist schon einiges drin. Es gibt einen Kern und es gibt einen State-Handler. Der State-Handler ist wichtig. Dieses Prepare-Rollover und Cleanup ist ja zeitversetzt. Das heißt, ich generiere jetzt erstmal was, was ich dann aber später per Rollover übernehme. Das muss ich mir ja zwischenspeichern, das ist die Idee dahinter. Und ein Config-Handler ist halt auch wieder ein Modul, das halt die Konfigurationsdatei einliest. Man kann sich das sehr gut vorstellen, dass man in Zukunft sagt, okay, ich habe halt nicht mehr die Konfiguration als INI-Dateiformat, wie ich das hier habe, sondern ich habe vielleicht mal eine Datenbank, was auch immer, dann kann ich das ersetzen. Was haben wir denn so an Modulen drin? Common-Modul, also wo die ganzen Hauptkomponenten so drin sind. Crypto-Domain-Manager-Modul, wo man so eine, zum Beispiel mal einstellt, ja, dass die temporären Dateien werden dort gespeichert. Das ist auch so was Generelles. Dann Zertifikat, das ist eben, das steuert halt Let's Encrypt an oder was anderes, wenn es mal kommt. Ja, da gibt es ein Modul für DKIM, das gibt ein Modul, was nur die Domain-Zugriffe macht, also die Records erneuert, Records abruft. Das Service-Modul reloadet oder restartet eben so Dienste wie ein Webserver. Die H-Parameter-Modul, weil die Diffie-Hellman-Parameter soll man ja auch erneuern, also habe ich das mit reingenommen vor kurzem. Schauen wir mal in so ein Modul rein, Domain zum Beispiel. Es gibt eine Hauptdatei und eine Config-Handler-Datei. Das ist eben so, wenn man so ein Modul hat, hat es ja eine eigenständige Config. Das habe ich halt dann auch modular aufgebaut. Und die Hauptdatei ist halt dazu da, dieses Prepare-Rollover und Cleanup zu steuern. Und es gibt einen Händler dazu. Das ist eben, kann auch mehrere Händler geben. Also ich habe da jetzt selbst was geschrieben, das DNS-Up-Tools. Aber wenn man jetzt irgendeinen anderen Domain-Name-Server hat, will man jetzt vielleicht einen extra Händler, der genau diese Schnittstelle anspricht, nehmen. Genauso auch bei DKIM. Ich nutze RSBMD, was sowohl die Keys generiert, als auch die Signierung macht, als auch die Signatur prüft. Aber wenn ich sage, ich will die Keys aber mit was anderem generieren, dann hätte ich dann einen anderen Händler, da gebe ich nicht RSBMD an. So. Das ist jetzt die Domain, wo ich jetzt die Benutzung so Schritt für Schritt erkläre, ist vielleicht noch nicht ganz, ist vielleicht noch nicht so schön, wäre gut, wenn ich ein bisschen Feedback bekomme, wo man dann sieht, das ist vielleicht unklar oder das ist vielleicht zu trivial geschrieben oder so.
Könnt ihr gerne mal gucken. Aber jetzt mal kurz, wie nutzt man das ganze Ding eigentlich? Tja, es gibt vier Sachen. Es gibt halt nicht nur dieses Prepare, Rollover und Cleanup, sondern auch Update. Warum? Ja, wir haben ja noch andere Einträge als dieses ganze kryptografische Zeug, zum Beispiel die IP-Adresse, also IPv4, IPv6, die MX-Records, die SRV, die MARC, SPF und so weiter. Und ich will das ja eigentlich alles so ein bisschen konsistent haben, dass ich sage, ich habe eine Konfiguration und da steht dieses ganze kryptografische Zeug drin, aber auch die ganzen Standardkonfigurationen. So, und damit habe ich eine Konsistenz hergestellt. Deshalb gibt es die Update-Funktion, die dann auch alle Einträge da ausrollt. Das rufe ich dann eben so auf, ich rufe meinen Crypto-Man-Manager auf, sage extra Update dazu, die Credential, ich kann mehrere Konfigurationsdateien angeben, eine kann zum Beispiel die Credentials enthalten, der Rest die Konfiguration, das ist dann auch, wenn es da eine Kollision gibt über diese Dateien hinweg, gibt es halt auch eine Priorisierung, das glaube ich die letzte Datei immer zählt. Dann kommen wir zu diesen drei Schritten. Des Renews. Brauche ich nichts dazu schreiben oder ich schreibe einfach explizit Next oder explizit Prepare dazu, wenn es wieder von vorn losgehen soll oder so. Gib wieder alle Config-Dateien an, sucht sich dann den richtigen Teil raus und kümmert sich darum. Was steht denn da eigentlich drin in dieser Credential-Config? Habe ich jetzt Nutzername und Passwort vom Domain-Anbieter. Aktuell ist nur in der Networks drin. Ich will das noch ausbauen, dass man eben andere DNS-Server oder direkt Anbieter kontaktieren kann damit. So ist es eben nicht schön, weil da habe ich einfach nur meinen Account. Ich kann das nicht zu einer Domain delegieren. Ich habe keine Reseller-Funktion, das mag ich nicht so. Was steht denn noch so drin? Ja, die Zertifikatskonfiguration steht drin. Da gibt es einen Allgemeinteil. Wir haben auch gesehen, die Modulnamen, da gab es das Modul Cert. Und hier steht es auch so drin. Also das ist auch an diese Namen in diesem Dateisystem angelehnt, damit wir das auch konsistent haben irgendwo. Dann nehme ich den Händler Dehydrated, weil Dehydrated ist so ein Tool, womit man Let's Encrypt-Zertifikate abholen kann. Es ist besser, finde ich, also besser für den Fall geeignet als dieser Certbot, weil das Certbot schon ein paar Automatisierungsfeatures drin hat, die wir hier nicht nutzen, weil das der Teil das übernimmt. Dehydrated kann auch DNS 01 Authentication, heißt es. Man kann die Keysites angeben, die E-Mail-Adresse, wo die Notifications das ausläuft, hinkommen, die interessieren mich aber nicht, weil es erneuert ja automatisch. Dann kann ich auch sagen, ich möchte unterschiedliche Zertifikate, zum Beispiel für unterschiedliche Domains oder unterschiedliche Konfigurationen haben. Dann kann ich diesen Zertifikaten nochmal intern hier einen Namen geben, den ich nutzen kann und den zu referenzieren innerhalb der Config. Da gebe ich noch an, zum Beispiel dieses Zertifikat soll hierhin in dieses EDC-SSL, kann auch Flex hinzusetzen, dass es zum Beispiel ein Staging-Zertifikat ist, weil ich will herumexperimentieren und Let's Encrypt erlaubt mir das nicht, so viele neue Zertifikate immer wieder auszustellen. Da haben die halt so ein Throttling, wo die sagen, ab jetzt Schluss, ab 5 Erneuerungen am Tag oder irgendwas gab es noch ein Wochenlimit und ein Monatslimit. Ich kann auch noch einen Namen vom Zertifikat festlegen. Und man kann auch Subject Alternative Name Zertifikate anlegen, das heißt Zertifikate, die für mehrere Domains gleichzeitig gültig sind. Das gleiche geht auch für DKIM-Keys wieder, da gibt es eine zentrale Konfiguration, die für alle DKIM-Konfigurationen gültig ist und wieder die Unterkonfiguration, wir haben ja nur Main DKIM, das kann ich dann wieder referenzieren, dass ich die Konfiguration da nutzen will. Kann ich festlegen, dass ich die Dateien wohin schreiben soll, die Konfigurationsdateien und wo das alles landet am Ende an Schlüsselmaterial. Wichtig ist halt die Konfigurationsdatei, da steht halt die Schlüsselnummer drin, weil die sind durchnummeriert, weil die wechseln ja dann ständig, die muss ich ja referenzieren, welchen ich nehmen will. So, schauen wir mal weiter. Domain ist eigentlich so das Wichtigste, auch wenn man den Rest nicht nutzt, will man ja die Domain steuern.
brauche ich auch noch einen Händler. Ich sagte, ich nutze mein eigenes DNS-Up-Tools und will da Internetworks bedienen damit. Dann lege ich ein paar Domains an. Domain.example oder sub.domain.example. Die Hauptzone hier, da kann ich einen SUA-Rekord setzen. Mit allen Parametern, die dazugehören. Hostmaster, Refresh-Time, Negative-Caching-Time und so weiter. Und das Schöne ist, ich habe auch so eine dünne DNS-Funktion, wo ich sagen kann, ja, die IPv4-Adresse will ich automatisch konfiguriert haben. Und ich will noch die dazu schreiben, warum auch immer. Genauso kann ich es für IPv6 machen. Ich kann hier ein Plus ist gleich hinschreiben, dass ich nur was hinzufüge, aber das nicht überschreibe. Das kann dann sinnvoll sein, wenn ich eine Domain habe oder eine Zone, habe aber mehrere Server oder Services, die voneinander getrennt sind. Die sollen sich aber nicht gegenseitig in die Quere kommen. Da kann ich zum Beispiel eins manuell konfigurieren, eins automatisch. Oder mehrere Sachen automatisch. Da habe ich eben eine feingranulare Such- und Ersetzstrategie. Zum Beispiel auch beim MX-Rekord, dass ich sage, alle MX-Rekords, die da drin sind, überschreiben mit dem oder nur den MX40 überschreiben. Dann kann ich sagen, das eine kümmert sich um den MX10, das andere ist der MX20, die arbeiten unabhängig voneinander, verwalten auch ihren Domain-Eintrag da unabhängig voneinander. Das ist ja auch eine Sache, die sehr sinnvoll sein kann, weil sonst ist es schnell so, was automatisch geht, greift sich immer alles, diese ganzen Automatisierungstools. Und schon kann ich das nicht mehr nehmen, weil irgendwas ist halt immer noch als Ausnahme und dann kollidiert das damit. Man kann das jetzt nochmal im Detail angucken. Also sowas wie IPv4-Adresse setzen mit ist gleich, überschreibt aber alle anderen. A-Records in dieser Domain. Und das macht es aber auch wirklich in der Reihenfolge. Das erste hinzufügt und alle restlichen entfernt, sodass keine Lücke entsteht. Das ist nur hinzufügen mit Plus ist gleich. MX-Rekord habe ich auch schon vorhin erwähnt. Alle anderen werden dann gelöscht. Bei dem wird halt das, was rechts steht, hinzugefügt. Und alle anderen MX40 werden gelöscht, also welche, die nicht hier drin sind. Hinterher. SRV-Records sind ein bisschen umfangreicher. Da gibt es halt Service bei der Angabe zum Beispiel. Was gibt es so als Services? IMAP zum Beispiel, LDAP, Protokoll versus UDP, über TCP angeboten, über welchen Port wird es angeboten, wo wird das angeboten, also welche Domain. Ich kann noch eine Gewicht und Priorität festlegen. Das hat man halt mit den gleichen Suchen und Ersetzen wie bei dem anderen auch. Kann man dann feingranular erneuern und nur ausgewählte damit handhaben. Der DMARC-Rekord, das ist mehr wie so ein Dictionary, also das ist nur einer erlaubt wohl pro Domain. Da kann man zum Beispiel so Sachen angeben wie das, ja, wenn das DKIM nicht stimmt, muss das in Quarantäne geschoben werden, die Mail. Und dann gibt es so Response-Angaben, wo man E-Mail-Adressen hinschreiben kann, wo dann eine Nachricht hinkommt, wenn da was nicht geklappt hat oder wenn was verschoben wurde. Und da kann man auch die ganzen Untereinträge einzeln ändern. Der DMARC-Rekord enthält ja das alles so halt per Semikolon getrennt, was glaube ich, oder per Leerzeichen, ich weiß es nicht mehr. Ist eigentlich auch nicht, ist auch komplett egal, wie das gemacht wird. Ich nutze einfach den Crypto-Domain-Manager und merke mir gar nicht mehr, wie der Rekord aussieht. Auch als Atomic Operation durchgeführt. Ich muss die Anführungszeichen mal nach oben setzen. Das habe ich, glaube ich, schon korrigiert bereinigen. Man kann auch sagen, ja, bei einigen Sachen, das will ich einfach nur löschen und ersetzen, kann ich auch die Mark ist gleich hinschreiben, dann sage ich, alles, was ich hier nicht angebe als Parameter, die werden rausgeschmissen, wenn da schon was stand. Der SOA-Rekord ist ähnlich aufgebaut, da habe ich auch viele Angaben dazu. Was haben wir da hier? Primärer Nameserver, Seriennummer, Retry-Count, Expired-Date, Negative-Caching, kann man angeben. Aber wenn ihr da mal danach sucht, ist immer mal ein bisschen was anders. Also es wird da auch einiges umgestellt beim SOA-Rekord. Zum Beispiel dieses Negative Caching, Time to Live.
hieß früher, glaube ich, Minimum Time to Live. Das gibt an, wenn jetzt der TTL-Wert für bestimmte Records kürzer ist, dass das, glaube ich, der kürzestmögliche ist da drin. Aber jetzt ist es Negative Caching, das heißt, wenn ich jetzt einen DNS-Cache habe und ich rufe da einen Record ab, ich rufe eine Domain ab, die nicht existiert, wird dann eingetragen, die existiert nicht. Und dieser Nicht-Existenz-Eintrag wird eben mit diesem Negative Caching, was da drin steht, hinterlegt. Und erst danach wird eben überhaupt mal wieder nachgeguckt, ob der tatsächlich nicht existiert. Es gibt nur einen Store-Record für eine Zone, wichtig. Das heißt also, wenn der geändert wird, der wird nicht erst neu hinzugefügt und der alte gelöscht. Der wird dann tatsächlich in place geupdatet. SPF wird ein bisschen anders gehandhabt. Wir können ja, das ist ja mehr wie so eine Art Liste, wir können ja angeben, darf der Mail-Server dafür versenden oder darf der nicht versenden. Dann kann ich sagen zum Beispiel, mein SPF-Rekord, der da steht, da ist ein -mx drin. Weil der Mail-Server, der da angegeben ist, der darf für die Domains eigentlich gar nichts versenden. Das ist ein reiner Empfang, ein Mail-Server, der nur empfangen darf zum Beispiel. Und die Flex, die kann ich dann hinzufügen und entfernen, indem ich zum Beispiel hier nur hinzufügen, indem ich ein Plus ist gleich hinschreibe. Oder mit Minus ist gleich kann ich auch sagen, ich will nur das Flag entfernen und nicht den gesamten Rekord neu setzen. Der ADSP-Rekord, der Vorläufer von DMARC ist es, der nicht wirklich umgesetzt wurde, kann man sagen ADSP All, also das alles ist DKIM signiert, ist eigentlich irrelevant. Was hat man noch, den CAA-Rekord? Da muss zum Beispiel das hier drin stehen und ich Let's Encrypt nehme, muss ich, glaube ich, Null Issue Let's Encrypt. Hier habe ich ein paar Beispiele, die nicht funktionieren. Das ist so ungefähr, sieht das aus, was man da reinschreiben kann. Viel besser ist aber einfach Auto reinzuschreiben, weil ich habe ja schon bei der Domain festgelegt, dass da das Zertifikat dazu gehört. Und zwar hier. Ich gebe ja die Domain an und sage, das Main-Cert soll dazu gehören. Und da steht hier drin, dass der Händler Let's Encrypt ist, dass ich das verwende. Und da ist es ja klar, was als CAA-Rekord hingehört. So. TLSA ist halt wichtig. Da gibt es Angaben, da gibt es so Flex, die dann sagen, soll jetzt das gesamte Zertifikat gehasht werden oder soll jetzt auch die gesamte Zertifikat-Chain gehasht werden. Geprüft werden, soll jetzt der Hashwert ein SHA-256 sein. Also da muss man einfach nachgucken, wenn man das einträgt. Es gibt halt so ein paar Standardsachen, wie es immer eingetragen wird. Was sind die Cycles? Prepare erzeugt eben diese, also fügt eben die DKIM und TLSA-Records hinzu, die dann geprüft werden können. Da wird aber noch keine Prüfung erfolgen, weil da ist ja noch nichts damit rausgegangen. Beim Rollover wird in DNS nichts geändert, werden die Zertifikate und DKM-Sachen da nur auf dem Server angewendet. Und beim Client-Up werden die auch in DNS gelöscht. Das sind jetzt die ganzen Komponenten, die da drin sind. Die habe ich jetzt mal in den Folien mit dazu geschrieben. Ist eigentlich nur für Entwickler interessant. Was vielleicht noch relevant ist, ist sowas. Das hat mit dem Aufbau zu tun. Ich habe ja einerseits zum Beispiel das, wo ich das Zertifikat anlege und einmal das mit TLSA-Records. Das sind aber zwei getrennte Module. Ich muss aber sicher gehen, dass das Zertifikat schon da ist, damit ich den TLSA-Record berechnen kann. Das habe ich eben so ähnlich aufgebaut, wie der Gedanke bei SystemD ist, dass es halt prüft, ist es schon fertig mit dem Ding? Dann kann ich das machen. Das schreibe ich eben nicht als Code, imperativ hintereinander weg, weil das sind ja einzelne Plugins, einzelne Module. Und da habe ich eben noch so ein Subsystem, was das Ganze trackt, das ist fertig, jetzt kann ich das anwenden. Also das schreibe ich dann beim TLSA-Rekord hin. Ja, wenn das Zertifikat fertig ist, dann rechne ich den TLSA-Rekord aus. Das ist einfach nur dafür da, dass das System leicht erweiterbar ist. Also da ging es eben wirklich um Erweiterbarkeit. Deshalb ist da auch ein ganzes Stück mehr Code, als jetzt irgendein Shell-Skript oder ein einfaches Python-Skript, das hintereinander weggeschrieben ist. Da geht es um Wartbarkeit, um Erweiterbarkeit.
auch um Testbarkeit irgendwo. Sehr viele Komponenten sind da drin. Ja, es ist jetzt nicht so interessant. Wir können zur Diskussion kommen. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, ich zeige noch mal was. Das haben wir schon gesehen. Das sind einige Sachen, die sind jetzt nicht vom Crypto-Mail-Manager selber. Das sind Einstellungen noch zum Webserver und so weiter. Aber was kann ich zum Crypto-Mail-Manager zeigen? Ich habe hier mit diesem DKIM-Validator mal geprüft, ob das geht. Was kommt da zurück? Sieht man das überhaupt davon? Kann ich das größer machen? Oder? Ja, das geht. Das geht tatsächlich. Wir haben natürlich eine ARC-Signatur. Authenticated Receive Chain heißt es. Und hier hat es mal nicht geklappt. Ich kann aber sagen, warum. Result Fail, Bad RSA-Signatur. Ich habe es nämlich nochmal gemacht. Und da hat es geklappt. Warum? Ganz einfach, man muss ja die Services reloaden, dass sie die neuen Keys annehmen. Und RSBMD ist ja für die Signierung zuständig und das SystemCTL Reload RSBMD funktioniert nicht. Da kommen neue Prozesse. Und da habe ich das heute so umgestellt oder gestern, dass das Restart macht. Es gibt auch einen anderen Reload-Befehl über RSBM-Admin. Aber der funktioniert auch nicht. Da haben die dann auch geschrieben, die Autoren, ja, das ist irgendwie so ein Stub. Da ist gar nichts implementiert. Man kann das zwar aufrufen, aber es hat gar keine Funktion. Ja, das ist irgendwie komisch. Ich hoffe mal, das wird irgendwann, dann kann ich das Reload nehmen. Das Restart gefällt mir nicht, weil dann ist wieder so eine Zeit, wo das irgendwie neu startet und erstmal nicht aktiv ist. Wenn da gerade die wichtige E-Mail reinkommt, geht dann problemlos oder so. Keine Ahnung. Das ist auch noch ein schöner Test hier. DNSys4.de, da sehen wir auch, dass DNSSEC, TLSA und SMTP alles schön abgesichert ist. So, gibt es denn Fragen, gibt es Leute, die das einsetzen möchten oder so? Oder dran mitentwickeln? Kommentare? Beiträge? Da ist was. Wir haben ein Mikrofon, oder? Hat jemand? Es ist sehr wichtig, dass dabei das DNSSEC funktioniert. Hast du irgendwelche Tools oder Plugins zum Monitoren von DNSSEC? Nein, DNSSEC ist nicht implementiert. Das macht der Domain-Provider selber. Aber bei der Folgeversion, die ich dann davon machen will, also bei der Weiterentwicklung, will ich auch selbst DNSSEC steuern. Also, dass ich jetzt einen eigenen DNS-Server habe und da auch die DNSSEC-Signierung und so weiter damit mache. Und ein Monitoring-Tool, was dann auch die anderen Komponenten prüft. Das ist auch noch so ein Ziel, was ich umsetzen möchte. Das ist aber auf GitHub, wenn du möchtest, kein Problem, kannst du auch machen. Ja, das Ding ist, ich betreibe selbst einen DNS-Server und mit PowerDNSSEC funktioniert das ganz gut. DNSSEC wird automatisch gemanagt von PowerDNS. Ja. Nur gibt es nicht wirklich gute Monitoring-Tools dazu. Das heißt, wenn DNSSEC mal nicht funktioniert, weiß ich nicht, wie ich das erkennen kann. Ja, das werde ich auch, muss ich mir mal ausdenken. Werde ich mal schreiben, wenn ich Zeit dazu habe. Wäre sowieso ein cooles Tool, was man auch einfach mal so als Hosted Service anbieten könnte. Da kann sich dann jeder selber registrieren und hat immer sein Monitoring drauf. Weitere Fragen? Kann man dann auch draußen klären, das ist ja schon knapp. Okay, schließe ich den Vortrag. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.